Ja, Habashi, hast du gehört, dass du nicht mal Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala hast? Und du hast genau gehört, dass der Ijma' überliefert wurde. Warum hast du nicht auf den Ijma' geantwortet? Warum? Warum Fakhruddin? Ich weiß nicht, was ich sagen kann, außer Rahmatullah alaik. Rahmatullah alaik. Weil wer so einen Zustand erreicht hat, dass er die Sahaba und die Tabi'in und Tabi'in weglässt und dann mit Wörtern von Wal'iyadu billah, der lügt über At-Tabari, dass At-Tabari gesagt haben soll, das ist der Engel, der gemeint ist in der Ayah, A'amintum man fissama, fühlt ihr euch etwa sicher vor dem, der im Himmel ist? Aha. Ist das Allah oder Jibril? Kommst du mit Jibril bei Tabari, ja? Warum? Ja, Kadhab. Und wallahi, ich nenne dich ein Kadhab. Warum erwähnst du nicht, was Tabari in diesem Tafsir erklärt hat? Huwa Allah. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Aber so seid ihr, weil ihr wisst, die Leute können kein Arabisch und kehren nicht zurück zu den Grundlagen und. So veräppelt ihr die Leute. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam machte Dua zu Ibn Abbas. Allahumma faqqihu fi din wa allimhu ta'wil. Schaut mal, subhanallah, wie sie euch auf den Arm nehmen, diese Leute, wie sie euch mit Shubuhat, mit Sachen, die von den früheren schon alle beantwortet wurden. O Allah, lass Ibn Abbas die Religion verstehen und bring ihm den Ta'wil bei. Schau mal, was er gemacht hat. Ta'wil, liebe Geschwister, wird in zwei richtigen Zusammenhängen erwähnt und in einem falschen. Die richtigen sind, Ta'wil heißt Tafsir. Und viele Gelehrte sagen, dass Ta'wil ist genau dasselbe Wort wie Tafsir. Das heißt, dass man die Bedeutung vom Koran klar macht. Und die zweite Bedeutung von Ta'wil, das ist auch Sunnah, ist die offensichtliche Bedeutung.